Der homosexuelle Rasmus zieht vom Land als Student in die schwedische Hauptstadt. Er taucht ab in das wilde Nachtleben der Stockholmer Gay-Community und lernt dort den gleichaltrigen Benjamin kennen, der als Zeuge Jehovas mit seiner sexuellen Orientierung hadert. Noch Champagner? Danke, ja. Gern geschehen. Ich heiße Benjamin, falls dir das in der allgemeinen Aufregung vorhin entgangen Skull. Ist. Skull. Willkommen in Sodom. Mein Gott, wie die um ihn buhlen, der Schauspieler und der Jehova. Als sich Rasmus mit HIV infiziert, wird ihre Liebe auf eine harte Probe gestellt. Der erste von drei Teilen der preisgekrönten Serie über die Folgen der AIDS-Infektionen in Europa. Nach einem Roman von Jonas Gardell aus dem Jahre 2012. Don't ever wipe tears without gloves. Teil 1. Liebe.